Heute im Homeoffice Lunch. Spaghetti Carbonara, wie es sich gehört. Ihr habt vollkommen recht, in Carbonara gehört ein anständiger Guanciale. Bevor ihr mir wild in die Kommentarfunktion schreibt, Hannes, es ist der falsche Speck, I know, ich habe keinen Guanciale bekommen. Und deswegen tut es heute auch mal einfach einen Tiroler Speck. Aber eins vergesst nie, keine Sahne in die Carbonara. Aber was laber ich? Wir legen los mit Spaghetti, eine Prise Salz in das Wasser. Und Spaghetti rein. Viel Wasser, wichtig. Währenddessen die Spaghetti kochen. So, könnt ihr hier schon mal die Pfanne erwärmen. Und Spaghetti Carbonara, wirklich die einfachsten Zutaten. Dann halt einfach in geil. So, das heißt, der Speck wird jetzt hier in dünne Scheiben geschnitten. So, den Speck auslassen. Natürlich die Spaghetti einmal ein bisschen wenden. Was sagte Oma immer? Maximal 2 Eier. Denkt an euer Cholesterin. Hier in dem Fall kommen jetzt mal schön 3 Eigelb pro Portion. Das heißt Eier trennen. Wenn ihr 2 Eier aneinander schlagt, geht wirklich immer nur eins kaputt. Nur so als kleiner Tipp. Erste Show, wo ich so viel Eier trennen muss. Ich denke mir fast, man backt heute. Lisa, wie lange hast du keine Carbonara mehr gegessen? 2 Monate. 2 Monate? Mhm. Und außer Original oder mit Sahne? Natürlich Original. Oma Echeli-Rezept. Oh, wow. Schreibt immer da draußen mal in die Kommentarfunktion, was eurer Meinung nach das Richtige ist, beziehungsweise wie es euch am besten schmeckt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Die Italiener verprügeln uns, wenn wir Sahne reinschmeißen. Und wir sagen, da muss ein ordentlicher Schuss Sahne rein. Die Eier werden jetzt, die Eigelb werden so ein bisschen verrührt. So. Und dann machen wir hier schon ein bisschen von dem Nudelwasser ran. Fangen wir mal an mit so 5 Esslöffeln, dass man den Temperaturausgleich hat und dann verrührt man das. An die Eigelb kommt jetzt ordentlich Pecorino rangerieben. Ihr habt mir nämlich vor Wochen geschrieben, welche klassischen Pasta-Gerichte ich mal kochen soll. Heute koche ich Carbonara tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich habe mich auch nur reingelesen und zwar bei unseren Rezepten auf foodboom.de. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird. Lisa, du sagst mir, wenn ich irgendwas verkehrt mache, oder? Aber so schwierig sollte es nicht werden. Ich glaube, man darf nur nicht so wenig Käse nehmen. Das ist wirklich ein schnelles Gericht, hä? Jetzt müssen wir nur auf die Nudeln warten. Wir können jetzt mal ein bisschen Wasser drin. So, und dann habt ihr so eine richtig schöne Eierpampe. Da könnt ihr direkt jetzt schon ein bisschen Pfeffer drauf machen. Und noch eine kleine Prise Salz. Lieber nachher nochmal nachsalzen, weil der Käse hat schon ziemlich viel Salz und auch der Speck. Hast du hoffentlich diesen geilen Move drauf? Klar. Okay, dann mache ich weiter. Die Italiener sagen ja immer, die Spaghetti muss al dente sein. So wie das aussieht. Mhm. Perfekt. Mhm. Hier kommt mal ein kleiner Tipp. Bevor ihr die Nudeln jetzt abgießt, nehmt ihr euch mal einen ordentlichen Schuss weg und stellt ihn einfach beiseite, weil den braucht er gleich noch mal so ein bisschen für die Bindung der Spaghetti. So, dann Spaghetti abgießen. Das wirklich Wichtigste, wie auch bei allen anderen Pasta-Gerichten, keine Pasta abschrecken. So, und jetzt kommt's. Guck mal hier, die Flamme ist aus, ist wirklich aus. Und jetzt nehmen wir diese Eigelb-Käsemasse und gießen die wild hier drüber und fangen zu rühren und zu vermengen. Und durch die Hitze der Spaghetti und noch von der Pfanne
seht ihr schon, wie das so langsam fest wird. Und dann, um noch so ein bisschen mehr Cremigkeit reinzukriegen, habt ihr noch so ein bisschen von dem Nudelwasser dazu. Und dann seht ihr schon, es wird sofort heller. Und jetzt guckt mal, wie easy sich das hier verbindet. An dieser Stelle hört die Original Spaghetti Carbonara auch schon auf. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, wie auch bei vielen anderen Pasta-Gerichten, ist einfach nochmal eine ordentliche Portion Pecorino oder anderen Käse rüberreiben. Und dann aber auch wirklich keine Petersilie, wer noch Bock hat, ein bisschen Pfeffer. Aber ansonsten wird dieses Gericht jetzt so schön traditionell, original in der Pfanne serviert. Und Lisa, ich würde sagen, wir haben einen richtig geilen Schmaus. Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr nachkocht, schickt mir gerne die Fotos in die Kommentarfunktion. Viel Spaß, alle Rezepte auf fukun.de. Wir gehen essen, Lisa.